Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Stamina. Wir stellen uns jetzt der zweiten Prüfung von der Ulzardana im Labyrinth. So, hier müsst ihr die Prüfung der Einsicht bestehen. Wissen kann Steine versetzen. Okay. Verschlossen. Das heißt jetzt was? Ah, okay. Und da hat sich was geöffnet und Rosalind segnet mal kurz nach. Und da kommen Onyx-Golems. Gut, es sind nur zwei Stück, damit werden wir fertig. So, DK wird geheilt. So, und du zauberst Blitze. So, du hast ja ein bisschen weiter vor, dass du auch in Range bist. Jawohl, die Golems haben halt alle eine Blitzschwäche, deswegen läuft das mit den Blitzen hier sehr gut. So, Golem Nummer 1. Sehr schön, meine Blitze. 46 Schaden, so würde ich das sehen. Und Golem Nummer 2. Verschlossen. Ist sogar verschlossen. Ein Zitzel. Funktioniert. Nice. So, es gehen da hinten die Türen auf. Und es ist nur einer. So, am besten ich steuere dich wieder, dass die Blitze immer kommen. So, weiter geht's. Alles ganz easy bisher. Ich muss mich auch mal dann ein bisschen nach Loot umgucken. So, und wir heilen mal durch. Fleece kann auch mal ein Heal gebrauchen. So, du segnest und wir können immer noch nicht weiter, weil da immer noch eine Tür zu ist. Kann ich die hier auch noch? Ja. Sehr gut. Kann ich jetzt schon weiter oder? Nein, kann ich nicht. Jetzt. So, du zauberst kein Eis, du zauberst Blitze. Ob es dir gefällt oder nicht. Sehr schön. Damit ist der vierte Golem auch dann Geschichte. Und DK wird nochmal geheilt. So, können wir jetzt weiter? Ja, wir können weiter in den nächsten Raum. Zur nächsten Prüfung. Besteht die Prüfung der Kraft, kämpft gut oder die Verräter vernichten euch. Da hole ich jetzt mal das Nebelelementar raus, weil hier kommen jetzt Kosani-Krieger. Und die Wolke, das Nebelelementar bekommt halt davon überhaupt keinen Schaden. So kann ich das auch machen. Nee, kann ich nicht. Okay, so macht man das. Einfach in die Mitte gehen, dann geht alles hoch. So, du hilfst mal Rosalind.
Und der Segen hat nachgelassen, das ist nicht gut. Lies ist tot. Es darf nur Joseph nicht sterben. Und Eisenhandschuhe. Ich bin stärker. Und die Karte stärker geworden. Perfekt, Gruppe erhält 1000 Erfahrung. Du auf Ausweichen und Gegenangriff. So, dann machen wir uns mal ins Wiederbeleben. So. Wie viel brauchst du noch? Noch 3000. Okay. Ich hasse vergiftet, aber es macht nur 10 Schaden. So, dann ist alle nochmal Fließheil und dann kann ich schon weiter zur nächsten Pokémon. Und da hinten ist Loot. Versteckt der Bogen. Hier noch was? Nein. Ist hier was? Nein. Da auch nicht. Und da auch nicht. Okay. Dann kann ich ja weiter. Hier müsst ihr die Prüfung des Denkens bestehen. Lasst euch vom Verstand leiten. Okay. Und hier ist eine Lava-Brücke, die man überqueren muss. Dazu stellt man jetzt hier die Leute auf Solo und macht da oben mit einem Charakter das Rätsel und guckt, wie man das am besten hinbekommt. So. Kann man schon irgendwo hin? Nee. Ich muss am besten von der Seite aus anfangen. So. Und jetzt? Auf den jeweils beiden Seiten sind Items, die will ich mir holen. Das heißt, ich muss jetzt mal hier was betätigen. Kommen wir damit jetzt dann wohin? Können wir dahin? Nein, können wir nicht. Das heißt, du machst das. Und jetzt kann man dahin. Eine beschlagene Lederweste. So, und auf die andere Seite wollen wir ja natürlich auch noch. Das heißt, so, das heißt, theoretisch könnten wir jetzt, jawohl. Und da ist die Beschlaghose. Ich krieg am besten bei alles VK. So, die beschlagene Lederweste. Und die Beschlaghose. Sehr schön. Damit hält er jetzt mehr, außer er immer Rüstung hat. Jetzt müssen wir nur noch auf die andere Seite. Das heißt, einmal hier, glaube ich. So, jetzt muss ich gucken, kann man rüber? Ja, wir können weiter.
Und natürlich kommen die nicht rüber, weil sie einfach ganz doof geradeaus laufen. Ja, und du hängst da hinten mal wieder fest. Aber wir haben das Rätsel gelöst. Sehr schön. Nun die Prüfung der Erinnerung. Die, deren Augen offen sind, werden was auch immer. Ich kann nicht speichern im Labyrinth. Das ist blöd. So, da ist eine Tür schon offen. Du kannst ja auch zaubern. Energiestoß, das machst du mal gerade auf EK. Und du machst keinen Schaden. So, du kannst Blitze, das ist sehr gut. Sehr gut, da geht der Golem noch schneller down. Sehr gut. Wie viel Erfahrung geben die denn? 1600, sehr gut. Wie viel ist denn jetzt hochgegangen? 2, okay. Immer schön die Blitze benutzen. Rosa Fies kümmert sich schon um den anderen, das ist gut. Können wir uns währenddessen um den hier kümmern? Was noch mit dem? So, weiter geht's mit den Blitzen. Kein Eis, Blitze. So. Oh, der Kasper ist tot. Ui, 100 Schaden. Jo. Ist ja nicht wenig oder so. Und ich habe meine Wolke getötet. Geil. Okay. Ab geht's mit den Blitzen. Doch mal segnen. So, und da hinten ist der letzte, oder? Nö, da ist irgendwie keiner. Aber wir sind noch nicht fertig. Ah, da ist noch einer. So. Sehr schön. Am besten Rosalind am Abstand halten und Joseph hält mal JK. So, und du haltest auch mal Fleece. So, sehr schön. Der ist jetzt auch gleich Geschichte. Sehr schön, 54. Sehr gut, und du brauchst immer noch ein bisschen. Können wir jetzt wenigstens... Jawohl, wir können den nächsten Raum. So. Was kommt jetzt? Die letzte Prüfung erwartet euch. Heilt euch selbst, wenn ihr schwach seid. Okay. Dann würde ich sagen, mache ich hier jetzt kurz wieder einen Cut und wir sehen uns gleich wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Summoner. Bis gleich.